Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem wöchentlichen Reset und es ist die letzte Woche vom Anbruch-Event, also wenn jetzt noch alles schnell fertig machen, die Herausforderungen, die Beutezüge natürlich, wo 200 Glanzstufen rauskommen, etc. etc. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, dann ist hier der Feierabend mit dem schönen Baum und so und dann wird es eine langweilige Woche nächste Woche. Diese Woche geht es natürlich auch wieder los, ich glaube Woche 5 müsste es durch sein. Geht's hier los hier mit der neuen Story-Quest, etc., etc. Aber wir gehen jetzt erstmal kurz eben überall hin und gucken uns erstmal alles nochmal in Ruhe an. Mal sehen. Das nehme ich natürlich auch wieder mit hier. Sagt, die beiden Beutezüge jedes Mal fertig machen. Beschenke Leute im ganzen System mit Festtagsleckereien, 5 Stück, easy zu machen, auf jeden Fall machen. Dann Schneeballschlacht, besiege Kämpfer mit Schneebällen, Schneebälle scheinen, wenn Kämpfer mit Fähigkeiten oder Anbruchwaffen besiegt werden, auch easy, da geht ihr einfach in einen verlorenen Sektor rein zum Beispiel und macht es einfach fertig, ist eigentlich auch schnell zu machen, ja, ich habe es auch immer so separat mal gemacht, wenn ich nicht irgendwie gerade Abschlüsse für irgendwelche Quests von Banshee brauche, habe ich dann auch immer Schneebälle geworfen. So, dann natürlich die anderen Beutezüge hier auch alle mitnehmen, weil die geben nicht auch EP plus. Das heißt, EP gewinnt extrem. So, das muss ich auch nochmal upgraden irgendwann. Dann nicht vergessen, wie gesagt, hier haben wir noch ein paar Sachen, die noch freigeschaltet werden wollen. Und da muss ich auch nochmal hinterher. Und ja, wir haben noch 6 Tage hier bei mir gerade und 21 Stunden Zeit. Dann ist das Ding durch. So, achso, wollen wir kurz was gucken. Kleinen Moment. Muss man gucken hier, Woche 5 haben wir, ne? Ja, genau. So, die Beutezüge haben wir hier schon mal raus, wenn wir schon mal weg sind. Wie gesagt, Doppel-EP, die ersten 5 Ränge. Ja, deswegen kann ich jetzt auch getrost raushauen. Nicht vergessen, das hier ist jede Woche so. Der EP-Gewinn ist diese Woche für die ersten 5 Season-Ränge verdoppelt. Deswegen könnt ihr das alles schon raushauen. Wenn ihr natürlich mit einem Teammate unterwegs seid und habt dann geteilte Weiße aktiv, ist natürlich noch cooler und noch besser. Aber es geht auch so, weil, wie gesagt, die ersten 5 Ränge sind ja erhöht. So, dann nicht vergessen, den Event-Shop nochmal hier anschauen, ne? Hier, da gucken wir gleich nochmal hin. So, diese Woche haben wir einmal Eiskunstwerk. Hier geht's für 3250 Glanzstaub. So, es dauert natürlich 3 Jahre, bis es hier fertig ist. Was bastelt der eigentlich dann nochmal? Egal. Ja, ist eh viel zu teuer. So, das Frohmobil-Transportmittel für 2500 Glanzstaub hier einmal. Ja, das Gute so nicht, kommt drauf an. Aufgestapelt, Teleporteffekt, 450 Glanzstaub. Dann haben wir einmal den Shader Celestia. Shader hier. Sieht man mal so aus für 300 Glanzstaub. Dann hier einmal noch gerechtfertigtes Kobalt. Sieht ganz nett aus. Hat was schon, doch, ja. Kann man mal mitnehmen. Dann natürlich hier Event, ne? Wie gesagt, nicht vergessen, es gibt Event-Sets hier. Opulenter Nachtvogel-Warlock-Paket. Auch beim Jäger und beim Titan gibt es andere Sachen. Kostet 6000 Glanzstaub oder halt 1500 Silber. Also 15 Euro umgerechnet ungefähr. Geht natürlich gar nicht. Und von den vorigen Jahren sind die anderen Sets natürlich auch noch alle hier zu kaufen, wenn ihr Bock habt. Da könnt ihr nochmal gucken. Wie gesagt, die anderen Sets sind auch alle da von den vorherigen Jahren. Also eigentlich gar nicht so schlecht. Und das bei jedem Charakter. Guckt da nochmal hin. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit. So, dann haben wir hier noch einmal ran ans Brot hier Geste für 3250 Glanzstaub. Ja, wie gesagt, es ist nichts. Nicht das den Glanzstaub wert, was man hier gesehen hat. Dann haben wir hier einmal kitschiger Pullover Geste für 700 Glanzstaub. Den finde ich lustig, den nehme ich gleich mit. Den finde ich ganz lustig. Ja, ist auch mal Geschmackssache, ne? Muss man sich selber eben aus Zeug legen hier. Eiskalte Eleganzhülle für 2850 Glanzstaub. Ja, auch zu pekig. Dann hier einmal Eisglocke-Schiff für 2000 Glanzstaub. Das hat schon was irgendwie. Das also. Ordentliche Turbinen hinten, ne? Mal gucken hier. Was draus basteln? Na, das ist, da kann man sich was draus basteln, würde ich sagen. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. Ich glaube, das gönne ich mir auch noch. Das muss ich mir auch nochmal überlegen. Aber eigentlich ist das ganz cool. Wenn man den richtigen Shader hat auch. Das ist die Frage. Hat Wasserschiff. Kann man sich überlegen. Dann hier göttlicher Bote hier einmal transportieren für 2500 Glanzstaub. Ja, auch nichts Tolles eigentlich, oder? Naja, kannst vergessen. Dann hier einmal unendliches Geschenk. Hier wächst Mydoklast Waffenornament, die ich immer noch nicht freigespielt habe, für 1250 Glanzstaub. Ja, auch sehr weihnachtsmäßig angehaucht. Dann hier einmal Zuckerstangenprojektion, Geistprojektion. Kann man eh nicht drehen, für 1500 Glanzstaub. Dann hier einmal nochmal aufgestapelt, habe ich schon gezeigt. Teleporteffekt. Pfeifender Blizzard, also hier 450 Glanzstaub. Dann einmal noch hier Geschenkregen. Pum.
Dann die Shader Wohltätigkeit. Dann Glanzstaub. Dann hier einmal Anbruchfeier. Dann haben wir hier noch einmal robuster Lorbeerkranz. Und dann hier zum Schluss nochmal Anbruch Wärme. Ja, Geschmackssache, ne? Aber wie gesagt, die Geste habe ich geholt. Und das Schiff will ich mir noch überlegen. Der Rest ist Geschmackssache. Kann man sich natürlich überlegen, aber das Schiff werde ich wahrscheinlich auch noch holen. Bin mir noch ganz sicher. Muss ich mir noch überlegen. Genug Glanzstaub habe ich ja, aber wie gesagt, erstmal abwarten. So, bei Banshee gibt es natürlich auch immer Waffen. Wie gesagt, auch hier wieder gesagt, wenn ihr noch keine guten leeren Waffen habt, keine guten geschmiedeten Waffen habt, dann könnt ihr natürlich hier mal gucken, ob es hier irgendwo legendäre Waffen gibt, die euch voranbringen. Welche Perks gut sind und welche nicht, müsst ihr bei light.gg vergleichen. Ich gehe sie nur einmal hier kurz durch. Flüsternde Platte, hier einmal Kampfbogen, kartesische Koordinaten, Fusionsgewehr, leider nur mit Wusch, aber das Fusionsgewehr ist gut eigentlich. Das spiele ich selber auch die ganze Zeit, aber mit anderen Werten, und zwar mit diesen hier. Die finde ich, also die waren damals gut, die Werte. Ob sie jetzt noch gut sind, weiß ich gar nicht. Aber die Werte habe ich jetzt hier alle drin. Ja. Das macht schon ordentlich Damage, das Fusionsgewehr. So, da haben wir hier nochmal einmal alljährliches Schlittschuhfahren, Handfeuerwaffe hier einmal. Ja, aber wie gesagt, mit Perks müssen wir selber nochmal angucken, richtig. Syncope 53 Impulsgewehr, kann man auch einen Bauplan zukriegen eigentlich. Und hier noch einmal Pymera B Raketenwerfer. Ja, da kann man immer wieder mal gucken bei Banshee, gibt es immer wieder mal gute Sachen, auch legendäre gute Sachen. Aber wie gesagt, da müsst ihr selber nochmal hinterher und die Perks vergleichen. So, Terminal hier, Spezialware nicht vergessen, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, verbindet das mit Twitch, dann kriegt ihr hier nämlich auch für Destiny 2, nicht nur für Destiny 2, sondern auch für andere Sachen, Prime Gaming Prämien, ja. Deswegen auf jeden Fall das machen, verbinden das Konto. Ist nicht schwierig, guckt bei mir in die Community, da sind die Links und so, dann macht das einfach fertig. Ihr bekommt auch dann da zusätzlich noch andere Sachen und ihr kriegt auch Loot für andere Spiele. Ja, deswegen schön, das Konto verbinden. Ich sag's jedes Mal, ich weiß, aber wer neu dabei ist und das nicht weiß, Amazon Prime hat damals irgendwann mal Twitch gekauft und deswegen ist es ein Tochterunternehmen von Amazon und da gibt's halt extra Loot, auch für Destiny 2. Muss nur die Konten untereinander verbinden, deswegen macht es einfach. Sonst ist das vergeudeter Loot und Loot kann jeder gebrauchen. So, Ada One hat natürlich auch noch ein paar Sachen. Da ist natürlich auch wieder ratsam, die Beutezüge mitzunehmen von Ada One, die nebenbei laufen zu lassen, wegen den Ornamentfreischaltungen. Das sage ich gleich nochmal eben. Willkommen zurück. So, die Beutezüge hier. Auf jeden Fall, diese hier immer kaufen, kosten 10.000 Glimmer. Die Aufträge, die rausdroppen, sind immer unterschiedlich, aber immer wieder laufen lassen, weil da gibt es nicht Rüstungssynthese-Material. Das könnt ihr in den Weber hier stopfen, dadurch könnt ihr Ornamente freischalten. Definitiv immer laufen lassen. Wichtig. So, Verschwenderhandschuhe hier einmal. Ein 60er Wert, 54er Wert, 50er, ja, nur Mist leider. Materialtausch, hier haben wir noch ein paar Shader, Schlackenschwärze. Was ist das denn? Schlackenschwärze, okay. Kostet 10.000 Glimmer. Dann haben wir hier einmal Wirrbronze hier einmal. Das sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich, ja. Und dann hier nochmal Kriegskult Regen. Hier sind nämlich auch noch Shader bei Ada One. Wie gesagt, mit den Ornamenten nicht vergessen. Wie gesagt, auch wichtig zu wissen. Wie gesagt, Ornamente freischalten könnt ihr dann hier. Müsst ihr einfach nur raufgehen hier irgendwie. Sag ich hier irgendwo hin. Na gut, da vielleicht nicht so hin. Das war vielleicht falsch gerade. Dann mal hier hin. Dann könnt ihr hier Sachen freischalten. Aber nur, wenn ihr Synthetikgewebeballen habt, ja, sonst nicht. Und die bekommt ihr über die Ada One Beutezüge. Nicht vergessen. Auch wichtig für Eisenbahner, ne? Ja, da komme ich auch immer wieder drauf zu. So, ja, hier die NPCs, Zavala, hier Lord Shax und den Vagabunden immer mit 8 Beutezügen bedienen. Da gibt es immer 120 Glanzstoff garantiert. Plus die 400 obendrauf nochmal von den Eva Levante Beutezügen. Da kommt schon einiges zusammen in den 3 Wochen und das kann man mit jedem Char eigentlich machen. So, Zielorte. Da haben wir natürlich hier wieder ETZ, natürlich immer noch hier aktiv, Knoten Override Avalon, gibt es immer noch Spitzenausrüstung, wenn ihr Bock habt. Dann haben wir hier natürlich immer noch, sagen wir mal, Thronwelt, was haben wir da denn aktiv gerade? Was haben wir da aktiv? Hier einmal den Raid, der Schwur des Schülers, mit allen Herausforderungen aktiv hier. Boost erlangt, ja, hier gibt es auch noch alle Herausforderungen, ist diese Woche im Zyklus drin. Neptun habe ich immer noch viel zu tun, sehe ich gerade. Habe ich immer noch vergessen hier. Enthüllung muss ich immer noch spielen. Dann hier die wöchentliche Mission, keine Zeit mehr. Und immer die Modifiers angucken, die hier sind, ja. Champions etc., was sie hier tragen müssen und was nicht. Oder sucht euch ein gutes Fireteam zusammen und geht da rein. Schleiereindämmung haben wir hier natürlich auch noch. Die Wechselübergriffszone ist einmal aktuell hier. Dann haben wir hier natürlich Teilbereich Hintertür. Gerade ist hier Terminalüberladung AP. Der wandert jeden Tag um 18 Uhr. Heute ist er hier, morgen ist er dann hier unten und dann ist er hier. Öffentliches Event, wenn hier steht zum Beispiel Wechselausbruch oder so, ist das ein spezielles Event, sofort hin und fertig machen. Das ist ein normales Event, aber ab und zu kommt im Zyklus hier so ein spezielles Event, da solltet ihr auf jeden Fall hin. Aktuell ist hier
Faszinadrom, hier legendärer verlorener Sektor, aktiv, um solo exotische Brustschutz zu sammeln, wenn ihr Bock habt. Geht da rein, guckt euch die Modifiers an, was ihr hier tragen müsst, welche Überladungs-Champions hier drin sind oder Champions allgemein. Geht da mal rein und probiert euer Glück. So, Kopfüber-Zeitprüfung hier einmal. Dann Vorhut hier diese Woche einmal, ja, was haben wir da als Dämmerung? Da haben wir die Dämmerung, die Korrumpierte, voll nervig das Ding. Naja, als Spitzenreiter natürlich auch dann, um die Waffe Uzume RR4 Scharfschützengewehr zu kriegen auf Meister, müssen wir natürlich in die Spitzenreiter rein. Aber das Ding ist schon ziemlich hardcore, kann man nicht anders sagen. Von Korrumpierte ist richtig nervig und die Modifiers sind auch richtig nervig. Aber wenn ihr Bock drauf habt, ist auf jeden Fall eine fette Herausforderung. Gambit alles so wie immer, mit Beutezügen rein, fertig machen hier, nichts Neues und immer so weiter und so fort. Hier im schmelzige Rumble aktiv, Schachmatt Countdown, okay, Eliminierung, dann Competitive und hier einmal Schachmatt Kontrolle. Oder, habe ich erst Spiel herausgefunden, könnt ihr hier auch auf Normalkontrolle wechseln, das habe ich erst ganz Zeit übersehen. Und dann noch Hexenkessel, auch nicht schlecht, weil es sind gerade hier aktiv doppelte schmelzige Drops. So sieht es nämlich aus, da kriegt ihr ein bisschen mehr Loot, deswegen lohnt sich auch schmelzige zu spielen, aber im Verbund natürlich mit den Beutezügen von Lord Chex. Legenden haben wir hier natürlich wieder Krotas Ende aktiv mit der Herausforderung gleiche Gefäße. Dann haben wir Prophezeiung im Zyklus als Dungeon gerade aktiv. Ich weiß gar nicht, ist hier irgendwas, steht irgendwas Neues? Nee. Dann haben wir hier natürlich einmal Vorzeichen noch. Wie gesagt, hier sind auch wieder Modifiers aktiv, aber nur auf Legende. Natürlich da auch wieder mit dem Team rein und natürlich probieren, dass man da ein bisschen was kriegt. Ewigkeit haben wir natürlich auch noch wieder aktiv hier. Und zwar einmal mundprobende Ewigkeit, da wenn es vornehmlich geht auf 1830. Diese Runde, diese Woche Runde 1 Vex, Runde 2 Kabale und Finalrunde Krota. Die Modifiers wieder anschauen, im guten Feierteam reingehen und die Beutezüge natürlich mitnehmen bei Xur, nicht vergessen. Ja, träumende Stadt gibt es natürlich auch wieder einiges. Eine Katze zu finden ist irgendwie hier oben. Ja, müsst ihr hier in den Turm rein, müsst ihr hier starten, einmal hier rumfahren. Dann hier oben hin, dann habt ihr da die Katze. Diese Woche gibt es auch aktuell nur eine. Assistenten-Herausforderung ist hier natürlich auch noch aktiv. Und die Story-Quest geht natürlich auch weiter. Ich muss mal irgendwas gucken, wegen der Katze will ich mal irgendwas gucken. Da kann man ja hier immer so bei den Geheimnissen schauen, was diese Woche da aktiv ist. Und zwar heißt das Ding diese Woche hier Zelle des Schmeichlers Sternkatze. Die Sternkatze versteckt sich in der Zelle des Schmeichlers in Rivens Versteck im Gebüsch. Ja. Das ist aber komisch beschrieben, weil eigentlich das ist ja ein Gebüsch. Naja, ich werde da eh ein Video aufnehmen. Aber wie gesagt, da könnt ihr es immer nachlesen und dann könnt ihr da weitermachen. So, haben wir da noch irgendwas in der Übersicht, was ich vergessen habe? Ich glaube nicht. Nö, das ist alles, glaube ich, gesagt, was gesagt werden musste. Und dann haben wir hier natürlich die Helm noch. Da ist unser Hauptaugenmerk hier. Natürlich, wie man sieht, es blinkt alles wie blöd. Da haben wir einmal Konstellation Turm, das ist neu. Da muss man mal gucken, was man da machen muss. Mit Tinktur irgendwie hin. Muss man die Tinktur trinken, da gibt es irgendwas extra. Konstellation Turm ist neu. Dann hier alle besten Wünsche. Geht natürlich die Story-Quest weiter. Wie gesagt, mit der Sternkatze im Verbund vielleicht. Ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht kann man ja auch. Nee, kann man glaube ich auch so. Nee, Sternkatze kannst du auch so sammeln. So sieht es nämlich aus. Dann geht sich halt alle besten Wünsche weiter. Hier einmal die Story-Quest. Dann haben wir hier natürlich den neuen Katalysator und eine versteckte Kiste, die neu gefunden werden will. Hier in Verflucht. Nicht vergessen, das Ding ist auch verflucht. Aber da muss ich auch wieder rein, um halt den Bogen noch weiter zu leveln und die Katze zu kriegen. Da muss ich auch noch rein. Dann gibt es hier natürlich immer noch hier die aktuellen Sachen, Tauchgänge immer noch oder alten Season-Sachen immer noch. Dann hier natürlich noch Widerstandsschlachtfelder. Hier Widerstandsschlachtfeld auf Legendär. Diese Woche einmal ETZ. Ja, und sonst alles so wie immer hier gehandhabt. Ne? Auch überall die Beutezüge mitnehmen, um Riven zu leveln. Und natürlich, wenn es geht, Rivens Klamotten tragen, damit ihr halt die Aszendenten-Power kriegt und hier halt ein bisschen mehr an EP gewinnt für den Ruf bei Riven. Und zwar habe ich hier, trage ich aktuell Drachenwächterreif. Ja, mit halt mit dem Aszendenten-Beschützer-Bonus, dann gibt es 3% Ruf-EP obendrauf. Wenn ihr vier Teile tragt, bekommt ihr 12% maximal, um den Riven-Ruf zu leveln. Das sollte man auf jeden Fall auch machen. Dann haben wir natürlich noch, wie gesagt, nicht vergessen, hier natürlich die Herausforderungen jede Woche, die aktiv sind. Woche 5 haben wir hier einmal Wunschsucher 5, schließe Woche 5 von alle besten Wünsche ab, dann Drachenverteidiger 5, besiege Ziele mit Handfeuerwaffen oder Maschinenpistolen, erhalte Bonusfortschritt durch Hüter-Todesstöße und Todesstöße in Rivens Versteck oder der Windung, da Anerkennung für Wertschätzung, erhalte Fortschritt, indem du in Vorhut, Schmetzige und Gambit-Aktivitäten Wertschätzung vergibst, dann Bosskampf, besiege Bosse in Strikes oder Vorhut-Playlist, es gibt Bonusfortschritt für das Besiegen von Bossen auf der Schwierigkeitsstufe Held oder höher, dann Traumzerstörer, besiege Bosse und Minibosse in Rivens Versteck oder in der Windung, Neptuns Aktivitäten, schließe in Neomuna Beutezüge, Patrouillen, öffentliche Events und verlorene Sektoren ab, dann hier einmal starke Projektile, besiege Hüter im Schmerzige oder im Gambit und Bogen, Handfeuerwaffen mit Pulsgewehren, Automatengewehren oder Raketenwerfer verdiene Bonusfortschritt durch Todesstöße mit Raketenwerfer. Wie gesagt, die Herausforderung bringt auch richtig hart voran.
was Leveln angeht, also auf jeden Fall machen, und Glanzstock gibt es hier auch. Sinale Boni, nicht vergessen, gibt es hier auch noch ein paar Sachen abschließen hier, ne? Noch zwei Sachen habe ich noch offen hier, die natürlich auch noch mitmachen, nicht vergessen, die jetzt hier noch oben drauf. Solltet ihr auf jeden Fall auch machen. Und dann, ja, sind eigentlich gute Dinge, dass ihr alles hinkriegt irgendwie. So, den Cut muss ich auch noch leveln von Drachenatem, da habe ich auch noch genug zu tun. Eigentlich muss ich die ganze Event noch fertig machen. Ja, habe ich noch irgendwas auf der Hohenkante, was ich noch erzählen wollte? Ich glaube nicht. Ich glaube, das soll es gewesen sein. Sonst gucken in die Videobeschreibung, sind noch einige Informationen von meiner MO drinne. Und ja, wie ihr seht hier, Konstellation Tor muss ich unbedingt nochmal hin. Da, das sehen wir im nächsten Video. Danke fürs Zusehen, reingehauen und viel Spaß beim selber zocken. Danke nochmal für den Support. Tschüss. Ich habe...